Gut, dann komm einmal in den aufrechten Sitz, gerne mit gekreuzten Beinen, wenn das für dich geht. Du kannst die Beine auch voreinander ablegen oder dir eine Decke, ein Kissen unter dem Po legen. Und dann entspann die Hände auf deinen Oberschenkeln. Greif die Schultern gerne ein, zweimal nach oben zu den Ohrläppchen und zurück in den Rücken. Und dann mach das gerne mit deinem Atem ein. Heb die Schultern über vorn nach oben. Und aus, senk die Schultern weit zurück. Einmal noch einatmen, Schultern kreisen nach vorn. Und ausatmen, weit zurück. Und dann bleib mal hier. Schultern weit weg von den Ohren, lass die Augen geschlossen. Und versuch mal, all die kleinen Muskeln in deinem Gesicht entspannt zu lassen. Lass die Stirn glatt. Löse mal deine Zahnreihen voneinander, entspanne den Kiefer. Und dann vertief den Atem hier etwas bewusster. Versuch mal ein bisschen länger zu werden in deiner Wirbelsäule, während du einatmest. Denk dir einen unsichtbaren Faden am Scheitelpunkt des Kopfes, der dich hochzieht. Und dann lass ausatmen, deine Schultern tiefer nach unten sinken und das Becken am Boden schwerer werden. Nochmal einatmen, ganz lang, ganz aufrecht. In dieser sitzenden Haltung und ausatmen, entspannt trotzdem die Schultern nach unten und dann bleib bei einem gleichmäßigen Atem jetzt und heb hier zu Beginn deine Arme über die Seiten nach oben, eine lange tiefe Einatmung, bis die Hände sich getroffen haben. Und dann senkt die Hände ausatmend vor dem Herzen ab für so eine kleine Geste zu Beginn deiner Yogastunde heute. Verneig dich mal vor dir selbst und dank dir schon mal dafür, dass du es heute auf die Matte geschafft hast. Gut, dann kannst du langsam die Augen öffnen und die Arme noch einmal raumgreifend heben. Tiefe Einatmung, ganz, ganz lang werden. Mit der Ausatmung bring deine rechte Hand neben dir zur Matte. Vielleicht stellst du auch nur die Fingerkuppen auf oder die ganze Handfläche, aber versuch die linke Körperseite mehr zu strecken. Lass deine Pobacken gleichmäßig in der Matte abgelegt. Und dann atme noch ein bisschen tiefer in diese Dehnung hinein. Spür Öffnung zwischen deinen Rippen in deiner Achselhöhle. Und lass dein oberes Schulterblatt möglichst entspannen. Ein Atemzug tief ein. Tief aus. Dann komm langsam nach oben zurück zur Mitte. Hände nochmal zusammen, Wirbelsäule ganz lang einatmen. Und dann komm zur linken Seite rüber. Atme aus, stell die Fingerkuppen oder deine Handfläche am Boden ab. Lass beide Pobacken wieder in der Matte kleben. Aber löse diese Verklebung zwischen Schulter und Ohrläppchen auf der rechten Seite. Atme wieder tief in die Dehnung ein, langgestreckte Flanke. Und langsam komm zurück zur Mitte. Geht beide Arme wieder einatmen in die Länge und dann twiste zur rechten Seite rüber jetzt. Ausatmen, greif dir dein rechtes Knie mit der Hand. Stell die Fingerkuppen hinter dir wieder auf und versuch dich vom Becken begonnen in die Länge deiner Wirbelsäule aufzurichten. Atme ein, schieb die Kopfkrone höher in Richtung Decke.
Atme aus und dreh weiter, gerne vom Bauchnabel über die rechte Schulter. Ein letzter tiefer Atemzug. Und dann komm langsam zurück zur Mitte, der Kopf, die Schultern. Heb die Arme, einatmen, wieder lang nach oben. Und ausatmen, twiste zur linken Seite rüber. Stell die Fingerkuppen hinter dir auf und über das Becken schaff wieder Länge, einatmen. Ausatmen, dreh weiter über die Körpermitte, vielleicht der Blick sanft über die Schulter zurück. Schultern entspannen, Wirbelsäule lang ein letztes Mal, einatmen. Und aus, komm langsam zurück zur Mitte. Heb die Arme wieder lang. Und dann senk die Hände vor dir am Boden ab, komm in den Vierfüßlerstand. Bring deine Handgelenke unter die Schulter und die Knie unter deine Hüften. Und dann fächer die Finger mal richtig weit auseinander, so als hättest du Schwimmhäute dazwischen. Und dann komm mit der Einatmung in ein geführtes Hohlkreuz. Schick das Herz weiter vor, die Schultern zurück. Und dann mach mal einen ganz runden Katzenbuckel mit der Ausatmung. Dehn die Schulterblätter hoch zur Decke. Einatmen, Brustbein schiebt vor, Schulterblätter zurück. Langgestreckte Körperseiten, ausatmen, wieder rund werden. In den Katzenbuckel. Einmal noch, atme ein, in den Kuhrücken, so heißt der im Hatha-Yoga. Zieh den Bauchnabel sanft hoch, also eine leichte Bauchspannung. Keine Hängematte machen aus der Wirbelsäule. Ausatmen, werd wieder rund im Rücken, letztes Mal. Gut, und dann lass den Rücken lang. Bleib im Vierfüßlerstand, streck dein rechtes Bein weit zurück, die Fußzehen aufgesetzt. Spür die Dehnung in der Beinrückseite, schieb ein bisschen mehr in deine Ferse nach hinten. Atme ein. Gut, und atme aus, schieb mehr in die rechte Hand, in den linken Fuß. Und dann heb den linken Arm nach vorne und das rechte Bein dazu. Finde die Balance, spann die Bauchmuskeln nochmal leicht an und dann beginne Hand- und Fußgelenk zu kreisen. Wir wollen die Gelenke hier ein wenig vorbereiten, Kreis in die Gegenrichtung. Feste Körpermitte und dann senk Hand und Fuß und schließlich das Knie wieder auf. Nochmal einatmen in den Kuhrücken, zieh die Schultern nach hinten, hebt den Blick. Ausatmen, Katzenbuckelrücken, kennst du schon das. Gut, dann komm in die Ausgleichsposition, in die Mitte und verlängere jetzt dein linkes Bein nach hinten. Stell die Zehen auf, schieb mehr in die Ferse und zurück, sodass du eine Dehnung in der linken Beinrückseite spürst. Bleib beim Atem. Gut, und dann heb den rechten Arm, heb dein linkes Bein. Lass den Hals hier schön lang, der Blick auf einen Punkt vor dir am Boden. Und dann kreise Hand- und Fußgelenk, erst in die eine und dann in die andere Richtung. Behalte die Bauchspannung. Gut, und dann stell Hand und Zehen wieder auf. Lass das Bein jetzt lang, die Finger ganz weit auseinander fächern, sodass die Mittelfinger gerade nach vorne schauen. Und dann hol dein rechtes Bein zum linken und in eine erste Planke, das Yoga-Brett. Bleib stark in deiner Mitte, deine Schultern müssen hier nicht alles alleine tragen. Atme ein. Gut, ausatmen, senk die Knie am Boden ab, verlagere das Gewicht leicht nach vorne und dann komm einmal nach unten auf den Bauch. Bitte. Füße hinter dir lang. Roll die Schultern zurück, einatmen, heb dein Herz, kleine Kobra. Bleib hier, atme aus, entspann die Schultern mehr zurück und vertief den Atem in deinem Brustkorb. Reiß den Kopf nicht nach hinten.
Blick ganz sanft vor dir auf den Boden. Einatmen, heb nochmal die Mundwinkel, kleines Lächeln auf den Lippen, auch wenn es anstrengend wird. Gut, und dann schieb in deine Hände, komm ein bisschen höher, wenn du magst. Und schieb in die Haltung des Kindes. Vielleicht erinnerst du dich, wenn du Montag schon dabei gewesen bist. Balasana, das Kind. Und deine Position, wenn dir irgendetwas zu viel wird heute, kannst du immer wieder in diese Haltung zurückkehren, um den Rücken zu strecken, den Atem zu vertiefen. Bleib für einen tiefen Atemzug ein, die Wirbelsäule lang, Körperseiten gestreckt. Ausatmen, das Becken hinten, schieb zurück in Richtung Fersen. Gut, aufgepasst, komm nach oben, lass die Finger weit aufgefächert. Mittelfinger schaut immer noch gerade nach vorn, stell die Zehen auf. Und dann schieb das Gesäß zurück und nach oben für einen ersten herabschauenden Hund. Lass die Beine hier leicht gebeugt und auch wenn die Fersen nicht den Boden berühren, versuch dein Steißbein weiter in Richtung Decke zu heben. Atme lang und tief in die Länge, in die Dehnung deines Rückens ein. Atme lang und vollständig aus. Lass die Fersen etwas schwerer werden. Gut. Dann senk deine Knie langsam wieder am Boden ab. Und richte den Oberkörper jetzt auf, die Knie unter den Hüften, die Hände ans Becken. Bring den rechten Fuß nach vorne, ein bisschen mehr an den Mattenrand. Und dann tauch weiter in die Dehnung deiner linken Hüfte. Gib deine Arme mit der Einatmung, werd weiter in den Körperseiten. Und ausatmen, versuch die Schultern wieder mehr zu entspannen und zieh auch hier den Bauchnabel wieder ein klein wenig hoch, sodass du nicht durchhängst in deinem unteren Rücken. Lass das Becken aufgerichtet, einmal noch tief einatmen. Wir wollen die Hüfte hier dehnen mit der Ausatmung. Stell deine Fingerkuppen vor dir auf, nur die Fingerkuppen. Und dann heb dein hinteres Knie einmal von der Matte für die Sprinterhaltung. Spür die Dehnung von der linken Hüfte bis zu deinem Herzen. Atme ein. Und atme aus. Beug dein hinteres Bein minimal. Rück den vorderen Fuß ein wenig zur rechten Seite rüber. Und dann kommen wir eine Etage höher in die Variante des ersten Kriegers. Das heißt, die Zehen hinten bleiben aufgestellt, Becken aufgerichtet, atme ein, Wirbelsäule lang, atme aus, senk die Finger wieder am Boden ab. Sehr gut. Streck einmal dein vorderes Bein, zieh die Zehen ran. Und dann guck mal, ob du den hinteren Fuß so ein bisschen nach außen drehen kannst, bis die Ferse am Boden ist. Atme tief ein. Atme tief aus. Gut, stell den Fuß vor dir wieder ab. Stell die Zehen hinter dir auf und dann bring die Hände wieder fest in deine Matte. Mittelfinger schauen gerade nach vorne und du gehst einen großen Schritt zurück mit dem rechten Fuß zum linken. In deinen herabschauenden Hund. Und vielleicht merkst du hier jetzt schon einen kleinen Unterschied zwischen deinen Beinrückseiten. Geh mal eine Runde Gassi mit diesem Hund, eine Runde spazieren, beug die Beine im Wechsel und spür in die rechte und in die linke Beinrückseite. Schieb dich raus aus den Händen, das Becken, das Steißbein höher. Und dann atme ein, letztes Mal ein hier. Ausatmen, senk deine Knie wieder am Boden ab. Und richte dich nochmal auf, die Knie unter den Hüften. Leg dir jederzeit eine Decke unter die Knie, wenn es unangenehm ist. Bring die Hände ans Becken, Schultern rollen zurück. Hol den linken Fuß jetzt bitte nach vorne. Schaff Platz
in deinem Becken. Und dann heb deine Arme mit der Einatmung. Ausatmen, entspann die Schultern. Lass die Körpermitte leicht aktiv. Noch einmal tief und lang einatmen. Spür die Dehnung in der rechten Hüfte. Und ausatmen, senk deine Fingerkuppen am Boden ab. Heb dein hinteres Knie von der Matte für den Sprint. Schieb das Bein hinter dir weit zurück. Gib nochmal das Brustbein und achte jetzt bitte auf den rechten Winkel im vorderen Knie. Gut. Und dann beug das hintere Bein minimal an und richte dich weiter auf für die Variante des ersten Kriegers. Der Fuß hinter dir aufgestellt. Atme ein, spür die Kraft beider Beine, aber vor allem die Länge deiner Wirbelsäule. Atme aus, entspann die Schultern nach unten. Perfekt. Und dann komm langsam mit den Fingern zurück zur Matte. Mach den Schritt vielleicht ein bisschen größer oder hol den hinteren Fuß mehr zur rechten Mattenseite. Zieh die Zehen vor dir ran und spür die Dehnung in deiner linken Oberschenkelrückseite. Hinterer Fuß fest am Boden, einmal noch tief einatmen. Gut, ausatmen, langsam stell die Zehen hinter dir wieder auf. Und jetzt gehen wir an den Anfang der Matte. Das heißt, du holst den rechten Fuß zum linken und in Uttanasana, die Vorbeuge, die stehende Vorbeuge hier im Hatha-Yoga. Lass den Kopf, den Nacken ganz entspannt, löst die Zahnreihen voneinander. Lass eine Mini-Beuge in den Beinen und komm nur den halben Weg nach oben. Halbe Vorbeuge, einatmen, mach den Rücken super lang. Lass die Beine gern gebeugt, spann den Bauch sanft an. Und mit der Ausatmung tauch wieder nach unten, lass Kopf und Nacken los. Wieder halbe Vorbeuge mit der Einatmung, Schultern zurück, das Herz dreht nach vorne. Ausatmen, wieder nach unten absenken. Aufgepasst, atme ein, mach den Rücken lang und jetzt hebt die Arme großzügig weit über die Seiten, komm in den aufrechten Stand und dann senkt die Hände vor dem Herzen ab, um dich vielleicht nochmal daran zu erinnern, warum du heute überhaupt auf der Matte gelandet bist. Deine kleine Motivation hier. Entspann das Gesicht, heb die Mundwinkel an und dann heb auch nochmal die Arme mit der Einatmung. Große Bewegung, ausatmen, setz dich tief für den Stuhl. Schau, dass du keinen Entenpo machst, die Knie weder nach innen noch nach außen kippen, aber heb die Arme lang über den Matten an. Atme ein, mehr Länge in den Körperseiten. Atme aus, tauch zurück in deine Vorbeuge, streck die Beine. Gut, setz deinen linken Fuß einen großen Schritt nach hinten zurück in deinen Sprint. Und dann streck dein vorderes Bein bitte wieder, zieh die Zehen ran und erde den hinteren Fuß wieder, so dass du ihn ein bisschen nach außen drehst vielleicht, aber die Ferse fest am Boden steht. Beug dein vorderes Bein. Und dann schieb in beide Füße. Ja? Sei gut verankert dort unten in der Matte und hebe langsam den Oberkörper an. Bring die Hände zueinander, wenn du magst. Oder lass die Arme leicht geöffnet für den ersten Krieger. Die ursprüngliche Variante. Wenn sich das im Knie hinten nicht gut anfühlt, versuch den Schritt ein bisschen weiter auseinander zu machen, ja, den vorderen Fuß mehr zur rechten Mattenkante zu bringen oder stell die Zehen hinter dir wieder auf. Bleib noch einen Atemzug lang hier. Erster Krieger. Ausatmen, senk deine Hände wieder vor dem Herzen ab. Gut, stell die Zehen jetzt hinter dir wieder auf. Und dann dreh den hinteren Fuß quer
parallel zum Ende deiner Matte. Für den zweiten Flieger lass dein vorderes Bein gebeugt. Dann öffne die Arme zu den Seiten, Schultern entspannen. Locker das vordere Bein auch gern mal zwischendurch auf. Ich weiß, das ist anstrengend zu Beginn. Aber dann komm wieder rein in diesen starken Krieger. Das Knie vorne in der Mitte deines Fußgelenks. Ja? Schau mal, dass dein Bein nicht nach innen, nicht nach außen kippt. Halte noch für einen Atemzug. Tief ein und tief aus. Gut, dann streck dein vorderes Bein mal kurz zum Ausgleich und heb den rechten Arm. Der linke Arm zieht entlang das Bein von unten. Dann komm in deine Mitte, beug das Bein wieder und leg jetzt den Unterarm auf den Oberschenkel ab. Hinterer Fuß fest am Boden, kreis den linken Arm am Körper entlang und zum Anfang deiner Matte in einen seitlichen Winkel. Dehn die linke Flanke mehr, schieb den hinteren Fuß aktiv in den Boden und atme ein. Atme aus. Gut, senk langsam den Blick, komm nach oben in den aufrechten Krieger zurück. Streck dein vorderes Bein. Mach den Stand ein bisschen kürzer, hol den hinteren Fuß ein bisschen weiter nach vorne. Beide Beine fest, den rechten Arm mehr zum Mattenanfang. Und für das Dreieck bring die Hand ganz sanft abgelegt auf dein Schienbein. Dreh dich auf zur Decke, lass den Blick folgen, wenn es für den Nacken geht. Ansonsten senk den Blick. Oberes Schulterblatt entspannt in den Rücken. Und wenn du magst, kannst du mal deine untere Hand mit dem Handrücken an die Innenseite des Beins legen, um dich noch mehr aufzuheben. Letzter Atemzug, starke Beine, das Dreieck. Ausatmen, senk den Blick. Richte dich wieder auf, beug das vordere Bein. Gut, und dann stell deine Zehen hinter dir wieder auf. Und dreh dich zurück an den Mattenanfang. Die Arme ganz lang. Der Blick ruht auf einem Punkt vor dir am Boden. Breite die Arme aus wie zwei Flügel zu den Seiten. Und dann erschreck dich nicht. Bleib ganz gelassen. Heb dein hinteres Bein für den dritten Krieger. Dann hast du sie alle abgearbeitet heute. Aber lass es nicht wie Arbeit erscheinen. Bleib ganz entspannt im Kopf. Der Boden ist nicht weit von dir. Wenn du magst, kannst du die Hände vor dein Herz. So, dann langsam senk den linken Fuß neben den rechten. Komm nochmal zurück in deine Stuhlhaltung. Heb die Arme, Einatmung lang nach vorne. Ausatmen, tauch in deine Vorbeuge zurück. Lass den Kopf locker hängen, schön. Atme tief. Alles los im Nacken, im Kopf. Zweifel, alle Ängste, alles gut. Streck den Rücken mit der Einatmung. Lange Körperseiten. Ausatmen, tiefe Vorbeuge nach unten. Nochmal einatmen, Schultern zurück, das Brustbein zieht vor. Lass den Bauch wieder leicht aktiv ausatmen nach unten. Und dann geht es den ganzen Weg hoch, beugt die Beine, setzt dich tief, atme ein, hebt die Arme raumgreifend nach oben. Und senkt die Hände, ausatmen zurück vor dein Herz. Und diesmal denk dir etwas, was dir ganz viel Freude bereitet. Vielleicht auch einer der Gründe, warum du heute hier auf der Matte gelandet bist. Nimm das mit als Motivation in die letzte Runde hier der stehenden Sequenz. Dann heb den Blick mit der Einatmung, heb die Arme. Ausatmen, setz dich tief in deinen Stuhl zurück. Mehr Gewicht in die Ferse, heb die Arme, heb dein Herz, mach keinen Entenpo und lass die Knie nicht zu den Seiten sinken. Gut, dann tauch nach unten in deine Vorbeuge zurück.
Und bring dein rechtes Bein einen großen Schritt nach hinten. Stell die Zehen auf für den Sprint. Streck dein vorderes Bein. Dreh den hinteren Fuß, so dass er fest am Boden steht. Und dann beug das Bein vor dir. Füße gut verankert für den ersten Krieger. Schau, dass dein hinteres Knie nicht nach innen kippt. So eine kleine Außenrotation im hinteren Bein. Und richte dich auf. Fester Stand. Wenn du jetzt schon merkst, es ist unangenehm im hinteren Knie, dann stell die Zehen wieder auf für die Variante. Ansonsten werd länger in den Körperseiten. Du kannst die Hände schließen oder die Arme leicht geöffnet halten. Schultern entspannt. Ein Atemzug noch. Gut, dann bring die Hände zurück vor dein Herz. Stell die Zehen auf. Und dann öffne die Hüfte in den zweiten Krieger. Der hintere Fuß dreht quer. Vorderer Fuß bleibt, wie er ist, das Bein gebeugt. Schultern entspannt. Entspann noch mal kurz das vordere Bein, aber ganz besonders entspann den Kopf. Lass den nicht dazwischen fluchen, schimpfen. Bleib beim Atem. Gut, und dann streck langsam das vordere Bein mal aus. Sehr schön. Heb den linken Arm. Zieh ihn mehr in Richtung Decke. Der rechte Arm mehr zur Matte. Einatmen. Und aus. Richte dich auf. Beug das Bein vor dir wieder. Bring den Unterarm auf den Oberschenkel und kreis den rechten Arm entlang der Nasenspitze zum Mattenanfang. Öffne die rechte Körperseite. Hintere Fußaußenkante schiebt in den Boden und dein oberes Schulterblatt entspannt in den Rücken. Atme tief ein, letztes Mal. Und aus, komm langsam zurück, zweiter Krieger. Streck dein vorderes Kriegerbein für das Dreieck. Hol den hinteren Fuß ein bisschen dichter ran, wenn du magst. Und lass auch gerne eine kleine Beuge im Vorderen. Zieh deinen linken Arm mehr zum Mattenanfang und dann leg die Hand ganz sanft auf dem Schienbein ab, heb den rechten Arm zur Decke. Atme in die Öffnung der rechten Körperseite. Tief ein, tief aus, hinterer Fuß schiebt in den Boden. Und wenn du magst, bring den Handrücken deiner unteren Hand an die Innenseite des Beins, um dich noch mehr aufzuhebeln. Nimm nochmal die Backenzähne voneinander und dann senk langsam den Blick. Gut, komm wieder nach oben, beug das vordere Bein. Stell die Zehen hinter dir auf und komm zurück an den Mattenanfang gedreht. Senk die Arme zu den Seiten, schau auf einen Punkt vor dir und dann heb das hintere Bein. Nicht zu viel drüber nachdenken, der Boden ist nicht weit, du kannst den Fuß jederzeit abstellen. Aber versuch mal deine Hüften auf einer Ebene zu lassen. Bring die Hände, wenn du magst, vor dein Herz zurück. Letzter Atemzug, die Ferse hinten schiebe zurück. Gut, und dann langsam. Hol den rechten Fuß zum linken. Heb die Arme noch einmal in den Stuhl. Und dann tauch nach unten in die Vorbeuge zurück. Sehr schön. Lass alles los hier jetzt. Atme nochmal tief durch die Nase ein. Und wenn du magst, auch durch den geöffneten Mund wieder aus. Greif dir deine gegenüberliegenden Ellenbogen und dann komm mit dem Gewicht ein bisschen weiter nach vorne in die Zehballen. Na, die Fersen bleiben am Boden, aber die fühlen sich jetzt ein bisschen leerer an und vielleicht merkst du eine stärkere Dehnung in den Beinrückseiten oder es erleichtert dir hier im unteren Rücken loszulassen. Letzter tiefer Atemzug. Und dann löst die Hände von den Armen. Öffne die Füße ein bisschen weiter zu den matten Seiten. Dreh die Fußspitzen
richtig weit nach außen und dann setz dich mit dem Po tief und in deine Yogi-Hocke. Und wenn deine Fersen jetzt nicht den Boden berühren, dann klappst du deine Matte ein-, zweimal vor dir um und stellst deine Fersen darauf ab. Ja? Ich möchte, dass deine Füße fest und sicher am Boden stehen, damit du dich so ein bisschen mehr in deine Hüften hineinlehnen kannst. Ja? Wir wollen die Hüften öffnen und mit der Zeit erleichtert es dir auch, im aufrechten Schneidersitz zu sitzen, ja? Da, wo wir begonnen haben. Wenn du magst, bring die Hände vor dein Herz zurück. Spann die Schultern, das Gesicht. Du kannst auch die Augen mal schließen. Und dann bleib einatmen, lang werden. Kopfkronen schiebt hoch zum Himmel. Ausatmen, die Schultern entspannen nach unten. Und du schiebst ganz sanft mit den Knien nach außen. Und mit den Ellenbogen hilfst du nach. Dass das Becken wieder schwer werden. Letzter Atemzug. Gut, dann langsam löst die Hände vor dir und setz dich nach hinten zurück auf deine Matte. Perfekt. Dann kannst du deine Fußsohlen gerne mal aneinander legen jetzt. Und so, als würdest du in einem Buch blättern. Öffne mal die Fußinnenseiten, so ein bisschen nach außen. Und beginn, die Knie in Richtung Matte zu federn. Auch hier nimm die Öffnung deiner Hüften wahr. Und lass die Beine dann einfach nach unten sinken. Atme ein, die Wirbelsäule nochmal lang. Atme aus, werd rund, wie in deinem Katzenbuckel vorhin. Zweimal noch einatmen in die Länge. Und ausatmen, rund werden. Letztes Mal atme ein. Und atme aus. Gut, dann komm in den aufrechten Sitz zurück. Löst die Hände von den Füßen und streckt die Beine bitte einmal lang nach vorne aus. Wir kommen in eine sitzende Vorbeuge und dazu setz dich mal auf deine Hände drauf und zieh mit den Fingern deine Po-Backen ein bisschen zu den Seiten, so ein, zwei Bewegungen, bis du irgendwann auf so zwei Knochen stößt, deine Sitzbeinhöcker, und die versuchst du mal wirklich tief in den Boden zu schieben und dich von dort aus mehr aufzurichten. Ja, ich möchte, dass der untere Rücken schön lang bleibt. Heb ein, atme die Arme lang nach oben, die Zehen ziehen ran. Lass die Beine super gern leicht gebeugt. Du kannst dir auch gerne ein Kissen oder eine Decke unter die Knie legen. Und dann komm ausatmend nach vorne, der untere Rücken lang. Dem oberen Rücken erlaubst du, hier rund zu werden. Es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie die Füße zu greifen. Wenn du da rankommst, dann fass sie gerne von außen, sodass wieder genügend Abstand bleibt zwischen den Schultern und den Ohren. Entspann wieder deinen Kiefer, dein Gebiss. Und dann atme tief in die Körperseiten ein. Lang und tief aus. Zwei Atemzüge noch ein. Und aus. Gut, letztes Mal einatmen. Und ausatmen. Wunderbar. Komm langsam nach oben gerollt, Wirbel für Wirbel, wie eine Marionette. Gut, und dann stell deine Füße bitte vor dir auf. Greif dir deine Knie. Roll deine Schultern zurück. Heb das Brustbein. Werd nochmal ganz lang in den Körperseiten. Und dann lehn dich leicht nach hinten. Und ab irgendeinem Punkt merkst du die Bauchmuskeln? Bleib hier.
Heb deinen rechten Fuß, zieh die Zehen ran, heb den linken Fuß und schau durch die großen Zehen hindurch. Lass die Schultern entspannt und wenn du möchtest, löse die Hände für Navasana, das Boot. Drei Atemzüge. Bauchmuskeln entspannen. Schultern entspannen. Letzter Atemzug. Wenn du magst, kannst du mal versuchen, die Beine zu strecken. Atme ein. Und mit der Ausatmung beug die Beine wieder. Gut, stell die Füße auf. Und dann komm Wirbel für Wirbel nach unten in deine Rückenlage. Gut. Rutsch die Schultern weg von den Ohren. Hol die Füße etwas dichter zum Gesäß. So eine Handlänge Platz zwischen Pobacken und Fersen. Und dann heb mit einer Einatmung deine Arme bitte nochmal lang über den Kopf. Mach so ein kleines Doppelkinn dabei, sodass die Halswirbelsäule lang ist. Und dann senk deine Arme wieder in Richtung Boden, aber heb dein Becken an und komm in so eine kleine Schulterbrücke hinein. Und du kannst gerne hier bleiben oder du hebst das Becken ein bisschen höher und versuchst mal mit deinen Schulterblättern dichter zueinander zu schaukeln. Und vielleicht gelingt es dir, deine Finger unter dem Rücken zu greifen und eine Faust zu machen mit den Händen, um das Becken etwas höher zu heben. Schieb mehr in die Füße. Bleib für zwei Atemzüge noch. Bleib bei deinem Doppelkinn und atme in die Öffnung deines Brustkorbs. Starke Kriegerbeine und weit geöffnetes Herz. Einmal noch. Tiefster Atemzug des Tages. Gut, langsam löse die Arme. Aufgepasst, komm auf die Zehenspitzen und dann heb die Arme nochmal über den Kopf zurück. Und dann roll ganz langsam Wirbel für Wirbel zurück in die Matte. Sehr schön. Greif dir deine Knie, zieh die Oberschenkel dicht an den Bauch. Und dann kreis ein paar Mal den Rücken am Boden entlang zum Ausgleich. In die eine. Und in die andere Richtung. Wunderbar, dann nimm etwas Schwung, zieh dein Kinn zur Brust und roll ein letztes Mal hier nach oben zum Sitzen. Lass dein rechtes Bein lang werden, hol den linken Fuß möglichst dicht an das Gesäß. Bleib wieder über diese zwei Knochen verankert am Boden. Und dann greif dir dein aufgestelltes Bein, heb den linken Arm und twiste zur linken Seite rüber. Ein bisschen tiefer der Twist als der, den du zu Beginn gemacht hast. Du kannst die Hand dicht hinter dem Gesäß aufstellen und mit jeder Einatmung ein bisschen länger werden. Mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr aus der Körpermitte drehen. Ja, vielleicht willst du das Bein noch dichter fassen. Das ist eine schöne Massage für deine Bauchorgane. Atme also mal richtig tief hier in diese Umarmung. Letztes Mal einatmen, Wirbelsäule lang. Ausatmen, gut, dreh langsam zurück zur Mitte und dann wechseln wir direkt die Seiten. Linkes Bein lang, rechter Fuß dicht an den Po. Lass die Wirbelsäule lang, greif dir dein aufgestelltes Bein und dann heb den rechten Arm, twiste über die rechte Schulter. Stell die Hand dicht hinter dir auf. Aber versuch, dein Schulterblatt mehr in den Rücken zu entspannen. Einatmen in die Länge. Ausatmen, drehen mehr aus der Körpermitte heraus. Tiefe Atemzüge, um auch die Bandscheiben hier zu versorgen.
ganz viel Sauerstoff durch den Atem, der in deinen Körper gelangt. Und alles Verbrauchte rauszulassen mit der Ausatmung. Wie so ein Waschlappen, den du ausbringst. Bleib schön lang. Und dann dreh zurück zur Mitte. Langsam Kopf, Schultern her. Wunderbar. Stell die Füße nochmal vor dir auf. Roll die Schultern ein letztes Mal zurück. Atme ein. Und aus. Komm Wirbel für Wirbel zurück in deine Rückenlage. Hol die Beine mit zur Brust. Und mach wieder kreisende Bewegungen über den Rücken, um anzukommen. Reiß auch aus den Hüften. Zieh die Beine auseinander, einatmen. Und zieh sie wieder zum Körper aus. Atmen. Einmal noch öffnen. Und ausatmen, schließen, greif durch deine Beine hindurch an die Außenkanten deiner Füße und für die letzte Haltung vor der Entspannung. Heb die Fußsohlen in Richtung Decke für das Happy Baby, so heißt die Haltung tatsächlich. Und als Babys, da waren wir noch alle sehr glücklich und gelassen und genauso unbeschwert darfst du dich jetzt mal von Seite zu Seite schaukeln. So eine kleine Massage im unteren Rücken. Lass das Becken schon schwer. Halswirbelsäule lang. Vielleicht schließt du die Augen hier schon und genießt das sanfte Schaukeln. Und dann komm zurück zur Mitte gependelt. Füße zueinander und dann lass die Beine lang am Boden ausbreiten. Für die wohl wichtigste Haltung, das Shavasana, die Endentspannung. Lass die Füße zu den Seiten kippen, die Daumen spannen, Kopf, Schläfe, Stirn. Spann tiefer das Gebiss. Und lass den Atem ganz ruhig in deine Körpermitte fließen. Gleichmäßiges Ein- und Aus. Nichts zu tun. Nichts mehr zu halten. Ganz entspannt für einen Moment. Du kannst gerne einfach so liegen bleiben jetzt und dieses Shavasana, die Endentspannung, voll und ganz für dich auskosten. Oder ganz kleine Bewegung zurück in die Zehen, in die Fingerspitzen bringen, Hand- und Fußgelenke nochmal ausbreiten. Und dann räkel und streck dich hier am Boden wie so ein zweites Erwachen heute. Atme tief ein, mach dich ganz, ganz lang und atme auch gerne mal mit einem Seufzen oder einem lauten Gähnen aus. Dreh dich auf die Seite. Solltest du nicht liegen bleiben. Und komm mit geschlossenen Augen ganz langsam zurück in den aufrechten Sitz. Spann die Schultern, Wirbelsäule lang. Und dann hier wie zu Beginn die Arme nochmal lang nach oben, atme ein.
Und senk die Hände vor dem Herzen ab mit der Ausatmung. Und dann hoffe ich, dass du ganz entspannt durch den restlichen Tag kommst. Namaste, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und bis ganz bald.